So, peace, liebe Leute. Wir finden uns heute mal anders als sonst am Lagerfeuer zusammen, weil wir heute mal ein bisschen anderes Video haben. Und zwar lade ich euch ein, mich als Person, als Presenter mal ein bisschen näher kennenzulernen. Also ich würde sagen, fangen wir einfach mal von ganz von vorne an. Und zwar bin ich aufgewachsen in Metzingen. Das ist eine kleine Stadt in Baden-Württemberg, rund 20.000 Einwohner. Nicht so viel los. Heute ist die Stadt für die Outlets bekannt. Ich bin meine ersten 8 Lebensjahre in einer recht lebhaften Nachbarschaft aufgewachsen. Da war immer viel los, immer viel Unfug getrieben. Hab mich früh auf dem Fahrrad wohlgefühlt tatsächlich. Also ich bin anscheinend einfach aufs Fahrrad gestiegen und losgefahren. Das hat geklappt ohne Stützräder und jegliches anderes. Und wir haben dann immer risikobereit, wie wir waren, irgendwelche Rampen gebaut, mit dem Skateboard, mit Inlinern, mit allem Möglichen drüber gefahren. Ist auch ganz gut dokumentiert immer mal wieder. Meine Mama hatte so einen Camcorder, mit dem sie ganz gern Videos gemacht hat. Und ich mochte das dann irgendwie ganz gern, mich da so ein bisschen ins Zentrum zu rücken. Hab dann immer mal gern was vorgeführt, irgendwelche Flugrollen oder was auch immer. Und auch mal tatsächlich habe ich mir so eine Art Boner-Lock im Garten gebaut und bin da mit meinem kleinen ersten Mountainbike drüber geschanzt. Wusste leider nicht, dass das was ist, was man auch verfolgen kann, sonst wäre ich wesentlich früher in den Sport eingestiegen. Ja, das hat sich dann nochmal verflüchtigt. Klar, Grundschule kommt dann, die Grundschulzeit irgendwie, wie jeder andere auch. Da habe ich dann den Fokus auf den Fußball gehabt, so wie es auch in Deutschland bei vielen anderen ist. Irgendwie 90% der Kinder spielen ja Fußball. Ich war da auch ganz gut, also es hat ganz gut geklappt. Und an was ich mich aber auch noch erinnere in der ganzen Zeit ist, dass ich immer Freude hatte an irgendwelchen akrobatischen Manövern. Also gerade im Schwimmunterricht zum Beispiel war immer das Highlight, irgendwie vom Einserturm irgendwelche Saltos runterzumachen. Und da hatte ich auch ganz gute Begabung, konnte ich immer mit einer als einer der Besten. Also vielleicht hat sich da ein bisschen abgezeichnet, wo es dann später ein bisschen hingehen sollte. Ich habe dann zum Glück irgendwie mit 11, 12 irgendwie mit Fußballspielen aufgehört. Weil es einfach irgendwie, ich habe mich in dem Sport nicht so richtig wohlgefühlt. Erstmal hat der Spaß mir ein bisschen gefehlt. Teamsport war damals irgendwie nicht so richtig mein Ding. Mir ist es irgendwie auf die Nerven gegangen, so vom Team abhängig zu sein. Vielleicht hatte ich auch einfach das falsche Team, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es dann aufgehört. Finde ich jetzt im Nachhinein auch gut. Und das hat mir dann eben ermöglicht irgendwie, oder hat man meine ganze Freizeit wieder aufgemacht für andere Themen. Wie zum Beispiel Tischtennis habe ich 1-2 Jahre gespielt. Inline-Skates bin ich gefahren eine Zeit lang. Also ging auch schon mal in die Richtung Gravity-Sport, also ein bisschen so Freestyle-Richtung. Ich habe auch ein Instrument mal, ein bisschen Keyboard gelernt. Das war aber alles nichts, was sich so richtig gehalten hat. Ich sage eigentlich immer, es hat angefangen, als ich 13 war, als ich mein erstes Rad hatte, aber eigentlich war das schon so ein bisschen früher. Und zwar im Jahr davor waren halt in der Stadt, haben so ein paar Jungs ein paar Sprünge gebaut. Mein bester Kumpel hat dann auch gesagt, komm mal mit, guck dir das an. Und ich bin dann halt, hab da auch einfach mit meinem Schulfahrrad ein paar Sprünge gemacht. Hat auch auf eins irgendwie ganz gut geklappt. Ich wurde auch ein bisschen eingebremst, dass ich mich ein bisschen überschätzt. Ich habe es dann aber erstmal zurückgestellt, bis ins nächste Frühjahr eben dann. Da kam nämlich Guido Tschuck nach Metzingen. Er war damals noch Red Bull-Fahrer, 4-Cross-Weltmeister, ist auch Rampage gefahren und so weiter. Also echt cooler Typ, der dann bei uns den Park aufgebaut hat, da ordentlich was hingestellt hat. Und das war schon mal eine super Erfahrung, irgendwie da mit 30 plus Jugendlichen irgendwie den Park zusammen aufzubauen. So ganz viele unterschiedliche Leute, irgendwie jeder akzeptiert jeden, das war richtig cool. Ja, haben wir den Park eben aufgebaut und pünktlich zur Fertigstellung, das war dann mein 13. Geburtstag, da habe ich mein erstes Dirtjump-Rad gekriegt. Damals ist UMF HD4 mit stolzen 400 € Neupreis, also gar nicht so viel, aber hat sich was mitmachen lassen auf jeden Fall. Und ab da ging es eigentlich richtig los, wobei es noch kurz so war, dass ich irgendwie dann wieder mehr am Inline-Skaten war und irgendwie doch nicht mehr so oft auf den Dirtpark gegangen bin, bis ich dann mitbekommen habe, dass ein anderer guter Kumpel das erste Mal es geschafft hat, einen Sprung zu springen, den ich noch nicht gesprungen bin. Und dann hat mich natürlich der Ehrgeiz gepackt und ich habe gedacht, den muss ich jetzt auch schaffen. Und irgendwie war das so ein Erlebnis, so ein Erfolgserlebnis, dass der Sprung geklappt hat. Dann hat plötzlich die ganze Line geklappt. Und ja, ab da war ich eigentlich jeden Tag nach der Schule, sobald es ging, Hausaufgaben kurz machen oder auch nicht und dann sofort auf den Dirtpark und dort trainieren. Einfach, weil man sich da so gut ausleben konnte, voll kreativ sein konnte, irgendwie Sprünge bauen etc., neue Tricks probieren, einfach Sachen selbst erfinden und auch irgendwie die ganze Gruppendynamik. Man hat sich, auch wenn ich ja gesagt habe, dass ich so den Teamsport nicht so gemocht habe, da war es sehr cool, wenn man irgendwie auf sich alleine gestellt war, was die eigene Leistung anging, aber trotzdem war man halt in so einem Gefüge, klar, man hat sich gekümmert, gemeinsam um den Park, das Ganze aufgebaut, gepflegt,
und sich auch gegenseitig unterstützt und Sachen beigebracht. Und das sind alles so Sachen, die ich an dem Sport einfach insgesamt lieb und bis heute echt schätze. Und das hat mir damals eigentlich auch genügt. Also ich habe das wirklich nur zum Spaß gemacht. Mit 15 habe ich dann das erste Mal an einem Contest teilgenommen. Also nachdem ich jetzt 2 Jahre lang einfach so gefahren bin für mich, habe ich gedacht, ich mache mal an so einem Contest mit, bei so einem Contest mit, einfach so aus dem Spaßaspekt auch so, dabei sein ist alles. Und ironischerweise habe ich da dann auch direkt gewonnen. War so ein bisschen Anfängerglück, würde ich mal sagen. Aber es hat mir dazu geführt, dass ich so ein bisschen Blut geleckt habe und gedacht habe, oh, vielleicht kann man in dem Sport ja doch irgendwie was erreichen. Und ja, dann hat es eben angefangen, dass ich so lokalere, also in der Gegend irgendwie erreichbare Contests angefahren bin. Irgendwie Kunterbund Trails, Eurobike, waren da solche Sachen. So dann schon mit dem Ziel, irgendwann mal irgendwie Sponsoren zu bekommen. Im gleichen Jahr habe ich dann auch hier den Dirtpark Belsen kennengelernt, auf dem wir jetzt gerade uns befinden. Der ist zwar ein gutes Stück von mir daheim entfernt, also damals noch mit der Bahn, so gut 45 Minuten. Aber die Fahrt habe ich dann auch wirklich auf mich genommen, weil es hier echt coole Leute waren und auch der ideale Trainingsort einfach. Damals gab es noch ein Foampit hier, das heißt, ich habe meine ersten Backflip-Versuche da irgendwie gewagt. Tailwhips hier gelernt, 360s hier gelernt und auch später alle möglichen Tricks hier gelernt. Das heißt, da hatte ich dann auch einen Ort, wo ich Fortschritte machen kann. Und so ging dann im nächsten Jahr eigentlich das Contestfahren ein bisschen weiter. Also auch alles Mögliche, was so erreichbar war. Es ist mir irgendwie ganz cool mit der Crew viel unterwegs gewesen. Da war auch immer die Crew von hier teilweise Leute, die gar nicht wirklich selber Fahrrad gefahren sind, sind einfach mitgereist als Fanclub, was mega cool war damals einfach. Und dann hat es auch angefangen so mit ersten Sponsoren irgendwie. Fahrradteile, die man halt kostenlos gekriegt hat oder irgendwelche Rabatte. Wie alt war ich da? 2014, so mit 17 Jahren. Das war so eins der größten Jahre dann, so was das ganze Contest-Ding oder was mein Fortschritt auch anging. Da habe ich einfach super viel Motivation gehabt, habe irgendwie fest an den Traum geglaubt, bald an der Weltspitze mitfahren zu können. Habe in dem Jahr auch super viele krasse Tricks auch gelernt. Eigentlich so 720s habe ich da gelernt, Frontflips, 360 Downwhips glaube ich auch. Also ja, alle möglichen Tricks. Und coolerweise war es in dem Jahr auch so, dass die Red Bull Wings Academy stattgefunden hat, wo unter anderem Erik Fettko, Lukas Knopf, Marc Diekmann alle, die ich nicht nenne, sorry, aber es war mega cool, war einfach so alle, die heute auch noch recht groß in der deutschen Szene vertreten sind. Und es war damals einfach so eine Art Trainingslager, wo wir mit einem Tourbus tatsächlich durch ganz Deutschland gecruised sind und irgendwelche Parks angefahren haben unter Peter Henke, der uns da ein bisschen trainiert hat. Und es war irgendwie so, wow, okay, man ist da quasi im Jugendprogramm von Red Bull und irgendwie waren da die Träume ganz schön groß. Habe in dem Jahr auch hier in Belsen den Contest gewonnen als einer der letzten, bis Erik Fettko hier einfach alles immer gewonnen hat. Das war damals auch eine ziemlich sketchy Line, also danke an die Judges von damals, dass ich da den Sieg holen durfte, aber es war super cool. Und dann springen wir auch schon in die nächste Saison, 2015 das Jahr, wo es im Frühjahr gleich losging mit meiner ersten großen Show-Erfahrung. War witzigerweise die Zeit der Abi-Vorbereitung, weil ich 2015 auch das Abi gemacht habe, aber mein Fokus war damals irgendwie schon ganz klar auf dem Biken und glimpflicherweise hat es ja auch gut geklappt in der Schule trotzdem. Auf jeden Fall war ich da im März, glaube ich, zusammen mit Nico Scholze, der hat mich damit hingeholt, bei der Night of the Jumps Show in Berlin vor 12.000 Leuten, was irgendwie komplett krass war, irgendwie dann ja, eine Show gefahren einfach und dafür auch noch Geld verdient. Und ja klar, das hat natürlich weiter aufgebaut in die Richtung Pro-Dasein. Ich habe dann in dem Jahr auch gestartet, irgendwie FMB-Contests mitzufahren, also Freeride Mountainbike World Tour, quasi die Slopestyle World Tour. Und bin dort größere Events wie den Vienna Air King gefahren, 26 Tricks, Glamride und teilweise auch gar nicht mal so unerfolgreich beim Glamride zum Beispiel im 20. Platz unter den ganzen Pros, Red Bull-Fahrer und so weiter. Also die ganzen Idole quasi, gegen die ich dann da gefahren bin. War aber ehrlich gesagt einfach noch zu früh und ich hätte es auch gut vertragen können, einfach noch ein bisschen länger zu trainieren. Aber das war halt damals so, das war dann die Saison, in der Vollgas gegeben wurde. Und ich wurde dann aber auch gesehen sozusagen, habe irgendwie weitere Sponsoren aufgabeln können. Shows waren dann regelmäßiger, sodass ich so ein bisschen Geld dazu verdienen konnte mit dem Fahrradfahren. Auch die Contests quasi damit finanzieren konnte. Ich habe es dann in dem Jahr auch irgendwo auf dem 60. Platz ungefähr in der Weltrangliste und irgendwie 11 in der Amateurrangliste geschafft, also in Europa. Das war schon, also waren coole Ergebnisse irgendwie, auf die man aufbauen konnte. Und so sollte es, so war auch fest der Plan sozusagen. Wie so viele andere bin ich dann auch nach dem Abi irgendwie ein gutes halbes Jahr nach Neuseeland gereist. Mit dem kleinen Unterschied, dass ich dorthin gefahren bin, um quasi ein kleines Wintertrainingslager zu machen. Ich habe mir so gedacht, gut, hier kann man im Winter nicht so viel fahren, nicht so viel trainieren.
ich entfliehe einfach hier dem Winter in den neuseeländischen Sommer und lege dort ordentlich los, hole mir einen Vorsprung für die nächste Saison und kann dann so richtig angreifen. War auch super cool in Neuseeland, also richtig coole Erfahrung. Da ist dann auch relativ schnell irgendwie wieder der Spaß am Fahren in den Vordergrund gerückt. Irgendwie war mit Kumpels dort unterwegs und wir sind einfach, also anfangs habe ich wirklich versucht, in jedem Park irgendwie krasse Lines zu machen und meine Tricks safe zu kriegen und so. Und irgendwann ging es mir auch nur darum, Spaß zu haben auf dem Rad. Und es hat sich irgendwie so ein bisschen verflüchtigt, diese ganze Trainingslageratmosphäre. Nichtsdestotrotz durfte ich dann an der Farm Jam dort in Neuseeland teilnehmen. Ist ja irgendwie so ein renommiertes Event, was ich habe schon früher immer davon geträumt, einmal mitzufahren. Da sind auch immer die krassesten Pros. Und da durfte ich dann mitfahren und es war irgendwie eines meiner Highlight-Ergebnisse meiner Karriere, die ich da eingefahren bin. Hab's da unter die Top 5 geschafft, unter Matt Jones und so weiter. Also es war irgendwie cool einfach, dort so Ergebnisse zu erzielen. Das heißt, mein Jahr 2016, meine Saison 2016 hatte einen guten Start. Ich bin dann auch weiter zu Crankworx Rotorua gefahren, um dort einfach mal bei Speed and Style mitzufahren und so weiter. Durfte dann sogar den Slopestyle-Kurs fahren, also irgendwie mit Semenak und Co., der sich dann auch coolerweise einfach ganz normal vorgestellt hat. Also ich habe mich dann schon so gefühlt wie einer von denen, logischerweise. Also ich bin im Training einfach mitgefahren und ja, das war schon eine mega coole Erfahrung. Aber ich habe mir für das Jahr sogar noch mehr vorgenommen. Und zwar habe ich mir gedacht, zum Pro-Dasein wäre es doch noch ganz sinnvoll, jetzt wo irgendwie die berufliche Zukunft auch gestaltet werden sollte, eine eigene Fahrradmarke zu haben. Habe mir dann zusammen mit ein Schulfreund, der auch zufälligerweise der Riding Buddy war, der mich damals wieder zurückgeholt hat, nachdem er den Sprung geschafft hat, den ich nicht geschafft habe, zusammen mit dem überlegt, wie wir das machen können. Und in dem Rahmen auch den Marius Hoppensack mal kontaktiert, der ja Beddo gegründet hatte. Und den wollte ich einfach nach ein paar Tipps fragen, wonach er mir angeboten hat, den ganzen Laden zu übernehmen, also Beddo, was ich dann auch im Laufe des Jahres gemacht habe. Zudem sollte das Jahr dann aber trotzdem losgehen, also die Saison sollte losgehen. Ich habe dann die ganzen größeren Contests angefahren, in ganz Europa letztendlich. Und ja, irgendwie ein bisschen zu viel war das dann, hat sich schnell rausgestellt. Das Niveau war da irgendwie voll, ist da auch zu der Zeit mega schnell hochgegangen. Das heißt, ich musste bei jedem Contest super viel schon in der Vorqualifikation riskieren, um es überhaupt weiter zu schaffen. Was dann letztendlich dazu geführt hat, dass ich oft gestürzt bin, irgendwie keine guten Ergebnisse reinbekommen habe und dementsprechend auch wenig Spaß an der ganzen Sache hatte und irgendwie gemerkt habe für mich auch, wie gesagt, es hat in Neuseeland so ein bisschen angefangen, dass eigentlich der Spaß am Fahren so im Vordergrund steht und das ganze Wettbewerbsding irgendwie nicht so das Richtige für mich ist. Das heißt, das sollte dann da irgendwie so ein bisschen aufhören, da hat die Entscheidung so angefangen und Ende des Jahres kam dann auch noch dazu, dass ich mein Studium angefangen habe, Unternehmertum, das heißt quasi, es sollte Hand in Hand gehen mit der Geschäftsführung von Beddo. War auch echt cool, eine coole Erfahrung. Und dann kam Ende 2016 auch noch die Entscheidung, okay, nicht mehr Contest, sondern Medienpräsenz steht im Vordergrund. Das heißt, ich habe da meinen eigenen YouTube-Kanal gestartet und ja, da war auf jeden Fall ordentlich was los. Dann also Beddo, YouTube, Studium. Und so ging es dann ins Jahr 2017 rein. Ja, voller Highlights, also da war wirklich nochmal richtig viel los. Viele Shows irgendwie in München am Flughafen, irgendwie Kings of Extreme waren ein, zwei Shows. Und ich bin dann auch viel in Deutschland rumgefahren, habe Lukas Knopf besucht, Marc Diekmann, Fabio Schäfer und so weiter. Also die ganze YouTube-Gang sozusagen. Und ja, mega viele coole Sachen gemacht, aber halt alles nonstop. Währenddessen natürlich auch noch Studium und Beddo irgendwie vorangetrieben. Ja, sich um Sponsorings gekümmert, natürlich den Versand und so, das haben wir alles damals selber übernommen. War auch irgendwie cool, das alles zu bestellen und dann kam dann ein Haufen Rahmen an und ja, crazy so. Das hat dann eben dazu geführt, dass ich so zum Ende dieses Highlight-Jahres auch mit dem ganzen YouTube-Trubel und so weiter so ein bisschen Unzufriedenheit breit gemacht habe. Ich konnte mir damals noch nicht so wirklich erklären, warum, aber ich meine, hier aus der Erzählung kommt es schon ein bisschen raus, war wahrscheinlich einfach zu viel. Und ja, ich habe dann da für mich entschieden, irgendwie Anfang des darauf folgenden Jahres einfach zu sagen, okay, ich setz meine Bike-Karriere erstmal, leg die erstmal weg, stopp das Ganze und mach mir wieder Zeit frei für mich irgendwie. Und dann ging eine große neue Findungsphase los. Das heißt, ich habe mich dann erstmal so an ein paar neuen Interessen versucht, irgendwie Musikproduktion tatsächlich auch und ganze Thema Unternehmensgründung wollte ich da ein bisschen weiter verfolgen. Ja, und ich habe mich zu der Zeit dann auch irgendwie intensiver mit meiner schwarzen Identität auseinandergesetzt.
ich bin ja irgendwie relativ normal hier aufgewachsen, irgendwie bei meiner Mutter, die aus Deutschland ist. Mein Vater ist aus Togo und ich habe mich davor nie so wirklich mit dem Schwarzsein auseinandergesetzt. Und gerade wenn man erwachsener wird, macht man viel öfter die Erfahrung, dass man merkt irgendwie, dass man von der Gesellschaft als schwarz angesehen wird, womit hier tatsächlich leider einige Probleme, Ungerechtigkeiten einhergehen. Das Ganze hat mich dann irgendwie ziemlich eingenommen und in eine schwierige Phase auch gebracht. Und das hat dann letztendlich auch in der Depression geendet. Ich wusste einfach irgendwie gar nicht mehr weiter. Die Bike-Karriere war auch vergangen irgendwie. Da war nichts mehr rauszuholen. Ja, dann musste ich mir die Auszeit nehmen, hatte dann zum Glück auch irgendwie die Chance, in eine Klinik zu gehen für 6 Wochen und mich dort einfach mit mir selbst auseinanderzusetzen, so zu verstehen, was so abgegangen ist und auch einfach zu akzeptieren, was so kaputt gegangen ist teilweise auch davor und weiterzumachen. Und in dem Jahr ging es dann auch wieder mal wieder aufs Fahrrad in den Bikepark mit der Crew von hier, vom Bikepark Welsen. Haben wir gedacht, wir haben uns dort im Bikepark, weil keiner Fullies hatte, Fullies geliehen und sind eine ordentliche Ladung Radfahren gegangen. Und da habe ich mich halt komplett neu wieder in den Radsport auch verliebt. Ich habe dann auch kurz danach Beddo erst dann verkauft, um einfach wieder Fahrradfahren zu Fahrradfahren werden zu lassen quasi. Nicht mehr mit dem Hintergrund, dass ich da auch noch ein Unternehmen habe, was ich irgendwie durchbringen muss oder irgendwie, wo ich meine Zeit damit verbringen muss. Und das war dann auch echt cool. Dann war das Studium irgendwann zu Ende. Ich habe dann erstmal mir gedacht, irgendwie das, um das alles so ein bisschen zu stabilisieren, habe ich erstmal noch einen recht normalen Job, Bürojob irgendwie recht langweilig gearbeitet und einfach ein Jahr lang wirklich zum Spaß Fahrrad gefahren und dachte, ich gebe mir noch die Zeit. Ironischerweise ziemlich genau nach so einem Jahr, wo ich dachte, okay, jetzt muss ich mal wieder gucken, mache ich mal wieder mehr was in die Bike-Richtung. Vielleicht fange ich wieder selber mit YouTube an oder so, weil da hatte ich schon einen riesen Spaß dran einfach. Ja, auch die Freude am Radfahren einfach zu teilen. Ja, und witzigerweise wurde ich dann aus dem Nichts von Max tatsächlich kontaktiert, ob ich nicht auch bei GmbN dabei sein will. Ja, da habe ich dann tatsächlich erstmal gehadert, weil ich hatte ja die Erfahrung schon gemacht, dass ich mir den Spaß am Biken so ein bisschen vermiest habe, dadurch, dass ich mehr draus gemacht habe. Aber so mit dem ganzen Rahmen, was GmbN ist und was wir damit transportieren, habe ich mich dann sehr glücklich auch dafür entschieden. Und ich finde, es war eine super Entscheidung, bis jetzt die beste irgendwie. Einfach da, weil wir irgendwie einen Kanal haben, mit dem wir euch irgendwie Freude am Biken bereiten können, Sachen beibringen können, Sachen weitergeben können. Und ja, wir kommen einfach rum. Es ist super cool irgendwie, die ganzen Erlebnisse, die wir haben. Es macht Spaß, man ist raus beim Drehen. Jetzt sind wir fast ein Jahr am GmbN und ich freue mich auf die weiteren Zeiten, die da noch kommen. Und dann sind wir eigentlich auch schon jetzt hier in der Präsenz angekommen. Das war jetzt meine Geschichte. Das soll sie gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen, hat vielleicht einen Daumen hoch verdient. Kommentiert gern, was euch gefallen hat an der Geschichte oder was euch noch so interessiert. Ich antworte gerne noch ein paar Fragen in den Kommentaren. Und abonniert natürlich den Kanal. Und dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Tschüss.